Sache ankommen. Gehen wir einfach mal schnell hier hoch. Nehmen wir uns die Taste. Gehen wir dann einfach mal schnell. Hier so lang. Töten dieses Monster. Geht aber auch zu Schnecke. Und bewegt sich langsam, dass ich schon mit. Wie kommt hier raus, wenn ich fragen darf? Das ist ganz einfach. Diese eine Schnecke wird da geopfert. Das muss auf 90 zurückgehen. So. Ach, so ist es wieder hier. Ja, sollte ich auch von so hart rumzuspringen und alles. Ein rutschiger Fuß. Das klappt vielleicht nicht so gut. Jetzt die Bildschirm bekommen. Jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr Sicht nehmen.
Stock nicht hoch. Eine Bestellmatte. Zack, 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 hoch, runter, runter, hoch und sehr hoch. Und schau. Lass uns mal drinnen. Auch dann Stahlrohre. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch Kabel. Tier vom Blech auf jeden Fall schon mal raus. So, abgeschlossen, perfekt. Raus ist riesig. Noch nicht sagen. Ich überlege auch bestimmt bald hier so ein paar LKWs langfahren, dass die unten die Sachen aussammeln und hochtransportieren. Vielleicht ein bisschen cooler, dann können wir auch mal die LKWs benutzen. Oh Gott, ich habe nicht gesprengt. Nicht gesprengt. Wer kennt's nicht? Ist nicht gesprengt. Die Mehrzweckgerüste müssen auf jeden Fall nochmal erhöht werden.
Ne, ich bin jetzt 2 Stunden. 3, ne? Damit ein Kurs kostet ein Kat. Ja, okay. Wir brauchen die Flüssigkeitsverpackung auf jeden Fall. Detonator and basic nobilisk unlocked. Most obstacles can be cleared with the basic nobilisk. It is most effective against organic material and is able to destroy small boulders and porous rock. Deployed nobilisks will stick to the first solid surface they touch and cue on the universal detonator. If you do not recall the order in which you deployed the nobilisks, remember Fixit does not take responsibility for any harm caused due to human error, even if those errors are genetic. So. Am Ende soll dann doch bitte. Ein Nobilisk rauskommen. Also ich dachte, wir haben einen Start. Das heißt, ein Grund. Top, top. Starro. Das fließt ja nicht quasi durch. Stahlbarren. Jetzt aber mal. Nee, die haben das raus. Zack, 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 zack. Geht da vielleicht langsam hier runter. Dann kann die Kohle nämlich. Gehen. Das Eisenerz kriegt da. Hier ein Splitter. Der da diese macht. Eisenbarren. So, Eisenbarren, Stahlbarren, Stahlrohr, Lisk, da brauchen wir jetzt noch Schwarzpulver. Gut, Schwarzpulver brauchen wir nur noch mal. Zwei. Statt dem hier brauchen wir. Zentimeter weiter zu sein, da gemacht. Das. Und dann so.
der danach. So. Mache ich statt diesen Dings. Zünder, Anzünder, Fernzünder, keine Ahnung, wie der sich hier schimpft. Diese Dinger brauchen wir auf jeden Fall noch sehr viel. Null Zünder, dafür brauchen wir noch einen Objektscanner. Schrauben. Was anderes, und zwar hier ein Splitter. So gut funktioniert, dann habe ich das verkackt. Ein dunkles Gezünder. Ciao. Dann geht's los. So. Auf gar keinen Fall verkacken. Und ich glaube, ich habe eh schon verkackt und ich habe gar nicht genug Material hier dabei. Hatten wir. So. Dann heißt es in der nächsten Folge Kaboom!